sind schon 97 Zuschauer. Gut, bei 97, das 118. zählt. 118. Dann sage ich einen schönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben heute eine spannende Geschichte. Unsere Kundin möchte nicht von vorne gezeigt werden, da bitte ich um Verständnis. Aber was halt richtig spannend ist, das sind Asia-Haare. Die waren vorher so lang. Und meine Frau hat sie jetzt geschnitten auf die Länge. Wir machen jetzt eine Welle nach Naturwuchs. Ist auf Asia-Haaren immer eine spannende Geschichte. Aber wir haben vorher einen Probewickel gemacht. Hat super funktioniert. Das heißt, wir sind uns sehr sicher, dass es klappen wird. Aber ist, wie gesagt, eine spannende Geschichte für euch zum Zuschauen. Viel Spaß dabei. Schön, dass ihr dabei seid. Genau, und von mir auch guten Morgen. Ich mache heute die Moderation. Ich bin die Lina. Die meisten kennen mich wahrscheinlich schon. Für die, die dich nicht kennen, machen wir mal kurz so. Da schaut, hallo. Freunde, das ist die Lina. Genau, die ist die quasi die freundliche Stimme aus dem Off. Du kannst dann ruhig mit der Kamera ein bisschen hin und her fahren und auch mal die Details so ein bisschen zeigen. Also deine Wasserflasche hier ist ja unfassbar. Voll, die macht Spaß. Für die, die heute das erste Mal zuschauen, also die Welle nach Naturwuchs, die hat eben eine Besonderheit. Da wird nicht jetzt so schemamäßig so nach hinten durchgewickelt, sondern wir schauen, was wollen die Haare auf den ersten Zentimetern? Wie sieht das aus? Wie würden die Locken fallen, hätte sie Naturlocken? Und so arbeiten wir das jetzt. Die Sarah von Salon Bell Hair ist auch wieder dabei. Hallo Sarah, schön, dass du zuschaust. Morgen Sarah. Für die Blau-Grauen hast du wo gedacht? Für Nacken. Okay. Jawohl. Guten Morgen auch an die Svenja. Die Manuela fragt, gibt es heute noch einen Termin für Strähnchen und ein bisschen Schneiden? Die Svenja fragt es. Die Manuela. Die Manuela. Manuela, meine Liebe, wir haben leider heute nichts mehr. Aber schön, dass du fragst. Ich freue mich sehr. Aber wenn heute jemand nicht kommt, dann... Aber du kannst trotzdem hier anrufen, Manuela, und deine Telefonnummer hinterlassen. Es kann ja immer sein, dass was ausfällt. Dann nehmen wir dich für heute in die Warteliste. Und es klingt ja so, als wärst du aus der Nähe. Dann könnten wir dich anrufen, wenn sich eine Lücke zeigt. Genau. Die Sarah schreibt, ich glaube, bin zu viel hier. Alle kennen schon meinen Namen. So sieht's aus. Aber zu viel gibt's nicht. Magst du mir mal einen langen Stielkamm organisieren, bitte? Das wäre ganz toll. Marin Sattelberger schreibt, das ist ja mal schön anzusehen. Chef und Chefin wickeln zusammen. Ja. Und schön, Marin, dass du wieder mit dabei bist. Marin ist auch ein ganz treuer Fan, die regelmäßig zuguckt. Der Name sagt mir auch schon was. Guten Morgen auch an die Katrin. Hallo an die Ilona. Vielen Dank, Maren, für die Königsrose. Wir freuen uns sehr. Ja, danke schön auch von mir. Sehr lieb. STF schreibt, ich möchte auch eine Dauerwelle. Dann bist du hier richtig. Dann bist du hier und richtig. Und mach einen Termin aus. Carles Ioma schreibt Dream Team. Danke, danke. Auch guten Morgen an die Jule, schön, dass ihr dabei ist, dass du dabei bist. Ich kann bei dir noch ein bisschen Zitronen zwischen uns. Wenn du denkst, dass die abgebrochen werden, das sind wahrscheinlich welche, die nicht. Ja, und der User, ewig lange Zahl, schreibt auch schon, was für Shampoo ist gut für die Dauerwellen. Das könnte die Gelegenheit auch lassen wir uns nicht verpassen. Achtung, kleiner Werbeclip. So sieht's aus. Kann dir nur empfehlen, unsere Serie, Pflegeserie für Locken.
Hier einmal das Shampoo für Curls, die Zwei-Phasen-Sprühkur und eine Haarmaske. Und wir haben auch die Repair-Serie mit Arganöl, auch eine Zwei-Phasen-Sprühkur und ein Shampoo. Das könnt ihr bei uns im Laden und auch im Online-Shop bekommen. Den Online-Shop findet ihr auf unserer Website. Genau. Die so heißt wie wir, www.jörg-mengel-friseure.de. Und wenn ihr hier was bestellt, mache ich euch persönlich ein Päckchen und schicke euch das. Guten Morgen an alle, die neu dazugekommen sind. Die Lena fragt, wie lange dauert eine Dauerwelle? Das kommt ganz drauf an, wie lange die Haare sind und was für eine Dauerwelle. Genau, also diese Technik, die wir hier wickeln, nach Naturwuchs, das geht relativ schnell. Und für die, die jetzt neu dazugekommen sind, auch und sich wundern, dass wir die Kundin nicht von vorne zeigen, da bitte ich um Verständnis. Ich bin ja eh schon glücklich, dass sie einverstanden ist, dass wir das überhaupt machen, mit ihr live gehen. Aber sie möchte von vorne nicht gezeigt werden, deswegen seht ihr sie nur von hinten. Was ganz spannend ist für die, die neu dabei sind, das ist Asia-Haar. Das heißt, für jeden Friseur eine Herausforderung, für jeden europäischen Friseur eine Herausforderung. Und wir hatten tatsächlich vorher einen Probewickel gemacht, um auszuprobieren, wie die Haare das annehmen. Und die haben es sehr gut angenommen. Das heißt, wir können jetzt hier auch heute eine relativ große Wicklung machen. Das seht ihr, das sind relativ große Wickel, die wir da nutzen. Und das wird auch ein relativ softes Ergebnis. Unsere Kundin hat also gesagt, ihr ist es lieber, wenn es heute beim ersten Mal, das ist ja ihre erste Dauerwelle, lieber nicht zu fest ist. Und sie sagt dann beim nächsten Mal, was weiß ich, in 3 Monaten oder in einem halben Jahr, es darf mehr sein und wir geben dann ein bisschen mehr Gas, als dass es ihr heute zu viel wird. Deswegen haben wir uns entschieden, hier eine großzügige Wicklung nach Naturwuchs zu machen. Schau mal, Chefin, hier überm Ohr nehme ich blau-grau, okay? Alina hat Thank God It's Friday gesendet. Genau. Vielen Dank. Dankeschön auch von mir, Alina. Und auch Dankeschön wieder an unsere Co-Moderatoren. Die Sarah und die Tina sind gerade am Beantworten. Das ist ganz toll. Vielen Dank. Alina hat eine Königsfrise gesendet. Vielen Dank auch dafür, Alina. So, jetzt wirst du vielleicht ein bisschen anders hinstellen müssen, weil jetzt gehe ich sonst ein bisschen im Weg um. Die Monika schreibt, hätte gerne eine Volumenwelle. Ja, eine Volumenwelle, das hier, was wir heute machen, geht so in die Richtung. Man kann das noch etwas leichter machen. Aber mach das doch einfach so. Schick mir auf Instagram mal ein Foto von deinen Haaren und ein paar Screenshots von Arbeiten, wie du sie gerne hättest. Und dann schreiben wir uns zusammen und planen deine Locke bzw. deine Welle. Die Friseur-Tussi schreibt, liebe Grüße aus dem Ruhrpott, komme ursprünglich aus Weilheim. Ganz Oi. Liebe Grüße an dich. Wie heißt sie? Die Friseur-Tussi. Das bringe ich jetzt nicht übers Herz, das zu sagen, aber ich freue mich sehr, dass du zuschaust und ganz liebe Grüße aus deiner Heimat. Die Friseur-Tussi, jetzt habe ich es doch gesagt. STF schreibt, ich bin gespannt auf das Ergebnis, ich habe auch asiatische Haare. Siehst du, deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen unbedingt mit ihr live gehen, weil das so eine spannende Geschichte ist. Und ach ja, an der Stelle gleich mal erwähnt, wir haben all unsere TikTok-Lives anschließend auf YouTube veröffentlicht. Das heißt, wenn ihr, und zwar ungeschnitten, das heißt, wenn ihr das dann nochmal sehen wollt oder was verpasst habt, dann geht auf unser YouTube und schaut euch da unsere TikTok-Lives nochmal an. Genau. Überhaupt haben wir auf YouTube 400, aktuell 450 Videos online, das ist total irre. Also da könnt ihr einen Serienmarathon einleiten. Da ist Game of Thrones gar nichts. Da sind wir noch länger. Und ohne Tote.
Genau, die Claudia schreibt, Hilfe, ich habe mir eine Dauerwelle machen lassen und bin so unglücklich. Ich habe das jetzt akustisch nicht verstanden, weil die Chefin auch gerade was gesagt hat. Sag's nochmal bitte. Claudia hat geschrieben, Hilfe, ich habe mir eine Dauerwelle machen lassen und bin so unglücklich. Tja, meine Liebe, was soll ich da sagen? Das klingt nach danach, dass du vielleicht nächstes Mal dich in Zug oder ins Auto setzen musst. Mhm. Also wir freuen uns auf dich, wenn du nochmal einen Anlauf nehmen willst irgendwann. Antje schreibt Bonjour, Arthur, keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Aber Bonjour. Bonjour an dich. Ja, ein freundliches Bonjour zurück. Claudia schreibt, leider komme ich aus Österreich. Österreich ist überhaupt kein Problem. Kein Wir hatten Problem. Schon Niederösterreich, Wien, kurz Villach. Heute Nachmittag, genau, kommt auch wieder jemand aus Österreich. Also Österreich ist überhaupt kein Thema. Das ist eine schöne Fahrt hier rüber. Mhm. Und dann gibt's mit Traumlocken geht's wieder heim. Monika schreibt, ich habe Schnittlauchhaare, da hält nichts. So, und das ist eine Challenge. Die ich also gerne, wo ich gerne sagen würde, Challenge accepted, da hält hundertprozentig was, wenn wir das machen. Ist versprochen. Wenn nicht, musst du nichts zahlen. Also diese neue Wasserflasche, ich liebe sie. Schaut euch mal das an. Das ist doch ein geiles Gerät, oder? Drück mal drauf. Einmal ganz kurz drücken. Ja, guck mal hier. Das ist so, ja. Ja, habe ich doch gesehen. Jetzt nur kurz draufdrücken. Ach so. Weiter. Ja, okay. Ist gut, ist gut. Es ist nicht Sommer. Hör auf. Im Sommer ist das ganz angenehm, aber jetzt... Die Monika schreibt, ich schlafe mal eine Nacht drüber. Ja, kein Monika. Kein Problem. Also, ist versprochen. Hier vor Zeugen, wie viele schauen zu? 55. 55. Vor 55 Menschen habe ich dir versprochen, wenn die Dauerwelle bei dir nicht halten sollte, kannst du den Geldbeutel gleich zulassen. Kannst du gleich gehen. Sagst du, also Leute, tschüss, ich bin weg. Aber ich würde ihn sicherheitshalber mitnehmen. Die Friseur-Tussi, ich traue es mich gleich auszusprechen, schreibt, bin nächsten Monat in Weilheim und überlege tatsächlich. Ja, wäre doch Wahnsinn. Natürlich, sehr gerne. Dann, wenn du anrufst, gib aber dich zu erkennen, dass du als Künstlernamen Friseur-Tussi heißt, damit ich weiß, wer du bist. Und dann für eine ehemalige Weilheimerin machen wir dann den ganz großen Bahnhof. Die Sarah von Salon Bellherr schreibt, gib dann Bescheid, wenn ihr live geht, will zuschauen. Mhm. Und Natürlich. Die Friseur-Tussi schreibt, ich schreibe euch gleich mal auf Instagram. Ja, mach das bitte. Kannst mir vielleicht auch ein Foto von deinen Haaren schon mal schicken vorab und vielleicht ein paar Screenshots, worauf du Bock hättest, was dir gefallen würde. Und dann weiß ich Bescheid, wo die Reise hingeht. Alina schreibt, ich finde, es wird Zeit für das Woher kommt ihr Spiel. Ja, aber nicht mitmachen muss jetzt da zum Beispiel die Sarah von Bellherr, denn wir wissen alle, sie ist aus der Schweiz. Und deswegen ein freundliches Grüezi wohl in die Schweiz. Die Monika schreibt, schönen Tag noch, danke, lieben Gruß aus Köln. Liebe Grüße zurück an dich. Dann grüßen wir nach Köln und bis bald. Ich komme aus DD, mal sehen, wenn ich frei habe, komme ich zu euch. Aber erstmal frei haben. Mhm, genau, so machen wir es. Die Sarah schreibt, es grüßt sie zurück. Ja, grüßt sie. Also ich bin ein absoluter Schweiz-Fan. Ich finde diesen Schweizer Dialekt finde ich sowas von irre. Also man könnte mir aus dem Schweizer Telefonbuch vorlesen und ich fände es klasse. Ja, das ist einfach, ich mag das.
Und diese ganzen Endungen mit dem LI hinten dran, ne? alles ist so klein. Das ist auch lustig. Städtli, Spänkli. Die Manuela schreibt, das geht ja doch wie Zucki mit dem Wickeln. Ja, unsere Kundin hat sich jetzt heute uns beide rausgesucht, die wir, sagen wir mal vorsichtig, nicht sehr langsam sind. Die Sarah schreibt, ich kann ja am 24.03. nur Schweizerdeutsch mit dir sprechen. Was mache ich? Geh nochmal rein. Ja. Ja, das wäre lustig. Versteht keiner was. Ah, ja, genau. Auf der anderen Seite, jetzt ist gerade die Tür aufgegangen. Jetzt kommt die nächste Kundin, die Locken kriegt. Die ist bei der Vanessa, auch eine unserer Lockenspezialistinnen. Vielleicht können wir da später mal rübergehen und ein bisschen zugucken. Die Maren schreibt, seid ihr heute alleine? Ist so rot bei euch? Nein. Nee. Wir machen das immer so, dass die, wenn wir live gehen, versuchen wir da drüben. Auf der anderen Seite ist Gedränge. Hier ist ganz entspannt, weil im Hintergrund, du darfst ja niemand zeigen, der eben nicht gezeigt werden möchte. So, ich gehe hier auf die Seite. Magst du mit der Kamera ein bisschen so nach da gehen? So. Fühlst du dich wohl bei uns? Schön. STF fragt, macht ihr danach ein Video von dem Ergebnis bitte? Ja, auf alle Fälle. Natürlich. Apropos, du könntest auch, oder die Sarah, wo ist denn die Sarah gerade? Sarah? Ah, okay. Gut. D schreibt, ich habe meine Naturlocken kaputt gemacht. Kann man auch auf Locken machen? Natürlich. Ja. Stefania, bist du so nett und machst uns ein kleines Video? Genau, also gestern war auch die Luca bei uns. Sagst du mal, die Vanessa oder die... Luca hatte eine Naturwelle. Und wollte ein bisschen stärkere Locken haben. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Da wird demnächst auch ein YouTube-Video kommen. Genau, das kommt die Tage, kommt das auf YouTube. Und das war wirklich faszinierend. Die hatte also ganz, im Prinzip hatte die Angie ein Ergebnis, oder von Natur Locken. Nein, die Angie, die gestern da war. Nee, die Luca in der Früh mit den Naturlocken. Auch war dieselbe Situation, richtig, genau, stimmt, die meine ich auch, die Luca, genau, ja, richtig, da war es rausgewachsen. Die Luca, stimmt, ich komme schon durcheinander, merkt ihr was? Oh, wir haben so viele Dauerwellen, dass ich durcheinander komme. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also ein deutliches Ja auf Naturwelle, auf Naturlocken, die euch nicht reichen, kann man hervorragend eine Dauerwelle machen und da ist das Ergebnis super. Bei der Gelegenheit, für die, die es noch nicht wissen, nehmt euch bitte am 16. Februar um 14.45 Uhr Zeit und schaut zu, wenn wir live gehen. Aber Vanessa, schau, ob es der Richtige ist, gell? Die Sarah schreibt, ich fühle mich immer angesprochen, wenn du nach Sarah fragst. Mhm. Ja. Ja, ich habe auch eine eigene Sarah hier. Also. Ja, also wie gesagt, 16. Februar um 14.45 Uhr kommt Lina zu uns. Lina mit einer sehr starken Naturkrause möchte durch eine Dauerwelle ein softeres Ergebnis haben. Und die Lina ist der Knaller, ist auch auf TikTok sehr aktiv. Wenn ihr die mal angucken wollt, vorher schon, dann schaut auf die Seite Lina liebt Essen, so heißt ihre Seite. Und sie macht also eine lustige Mischung aus Essensvideos und Haarvideos. Und ihre Haare sind unfassbar. Schaut euch das an. Das wird eine super, super spannende Geschichte, wenn die kommt am 16. Ich freue mich da jetzt schon schnitzelmäßig. So, ich gehe jetzt schnell drüben mal mitbesprechen. Und so.
Dann lasse ich das kurz da. Ja. Diana schreibt, blonde Strähnen kann man trotzdem Dauerwelle haben. Das funktioniert auch. Sehr gut sogar. Ich glaube, die Luca sogar gestern hatte auch Strähnchen. Genau. Diana schreibt, mein Salon macht mir leider keine Sagen, dann würden meine Haare abbrechen. Dann kann ich dir nur ans Herz legen, vielleicht bei uns anzurufen oder dann gibt es die Möglichkeit mit einer Teststrähne und vielleicht wird dein Wunsch von der Dauerwelle dann erfüllt. Die Britta schreibt, wie heißt das nochmal mit Ina? Ich weiß jetzt nicht ganz, was du meinst. Vielleicht meinst du Lina. Die kommt zu uns am 16. Ja. 2. Genau, in den Salon. Achso, wie das heißt, die Seite, die heißt Lina liebt Essen. Klick da mal drauf. Lina liebt Essen. Also wirklich quasi wie Lina liebt Mandarinen oder Chicken McNuggets. Genau, Britta, Lina liebt Essen. Alina hat uns Königsrosen gesendet. Vielen Dank. 5-mal. Sehr nett von dir. Ich gehe mal nochmal auf die andere Seite. Birgit schreibt, guten Morgen euch allen. Guten Morgen an dich. Schön, dass du dabei bist. Und danke für die Rose. Thank you.
Danke auch für euren ganzen Likes. 47. Jetzt sind es 49. Danke für die Rose. Frag auch einmal mehr. Ja. Ja, da achte ich drauf. Guten Morgen von Felix. Hallo Felix. Genau. Loop Loop fragt, ist das eine Wickeltechnik nach HFK? Genau. Du weißt Bescheid, vielleicht sogar eine Kollegin. Magst du mal mitgehen? Also, Freunde, wie viele gucken zu momentan? 56. So, ihr 56, habt Glück, wir haben nämlich noch eine zweite Welle heute im Haus. Und ich habe gerade die Nicole gefragt. So, Freunde, wir haben wieder 100 Zuschauer. Das heißt, ich darf euch ganz herzlich wieder willkommen heißen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Kundin, der wir heute Morgen eine Dauerwelle nach Naturwuchs gemacht haben, hat Asia-Haare, was die ganze Sache für uns besonders spannend gemacht hat. Wir haben tatsächlich vorher einen Probewickel gemacht. Bitte um Verständnis, dass wir sie nicht von vorne zeigen. Das möchte sie nämlich nicht. Und aber es geht ja um die Locken. Und wir haben erst gestuft, die Haare waren sehr lang. Die wurden dann auf eine Longbob-Länge eingekürzt und die Chefin hat ihr eine Welle gewickelt nach Naturwuchs. Und ihr könnt jetzt, wenn ihr Lust habt, zuschauen, wie das Endergebnis ausschaut. Das Spannende an unserem TikTok Live bei der Dauerwelle ist ja, dass wir euch schon zuschauen lassen von dem Moment an, wo wir live gehen, wo wir abwickeln. Und das heißt, da gibt's dann keinen, ja, ich sage jetzt mal Schnitt oder sowas, sondern in dem Moment, wo wir abwickeln, seid ihr mit dabei und seht, was rausgekommen ist.
Und eine spannende Geschichte. Kurze Frage zum Mikro, kann man mich einigermaßen verstehen? Passt das? Die Manuela schreibt sehr gut. Dankeschön, Manuela, das wollte ich hören. Super. Wie gesagt, ich bitte um Verständnis, dass wir es nur von hinten zeigen. Aber die Kundin möchte eben nicht von vorne gefilmt werden. So. Aber ich sage jetzt mal so, im ersten Blick, oder? Habt ihr auch das Gefühl, als wären da Locken drin? Oh, Sensation. Unfassbar, die waren richtig glatt vorher noch. So, dann gehen wir zurück. Genau, ich laufe hinterher. So. Ich hoffe, du kannst damit leben, dass wir jetzt den Spiegel zugemacht haben. Wir haben hier unser Spiegelcover. Aber wir wollen das wirklich erst zeigen, wenn wir ganz fertig sind. Was jetzt als erstes reinkommt, Chefin, bist du gerade mal so nett? Ja, also, das ist unsere Zwei-Phasen-Sprühkur, die wir jetzt da reinmachen, als einzige Pflege. Sonst kommt da jetzt nichts rein. Wenn ihr Interesse habt an unseren Produkten, da unten seht ihr sie nochmal. Das sind also jetzt ist unsere Curl-Serie, Maske, Shampoo. Und die Zwei-Phasen-Sprühkur. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann geht einfach auf unsere Website. Da findet ihr unseren Online-Shop. Zwei Klicks und ihr kriegt ein Päckchen aus Bayern. Lotta fragt, wo ist unser Laden? Wir sind in Weilheim in Oberbayern, Lotta. Und bitteschön, ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt erkennen könnt. Ja doch, das sieht man schon gut. Also wir reden hier vorher von wirklich sehr, sehr glatten Haaren. Das sind Asia-Haare. Und die Haare sind ungefärbt, die sind Natur. Und die waren vorher noch Mitte Rücken. Die Kundin hatte sich entschieden, sie wollte also eine Bob-Geschichte in der Länge jetzt. Und jetzt gibt es da ein Finish, bei dem ihr zuschauen könnt. Kurz zur Seite, damit ihr das Gesicht nicht seht, sorry. Die Kundin lässt nämlich jetzt den Kopf nach unten hängen. So, genau, jetzt kann ich wieder zuschauen. So. Ich lasse euch mal ganz kurz allein. Ich muss schnell bei unserer anderen Dauerwelle nach dem Stand gucken. Also, Tina, du bist gefragt. So, dann bin ich wieder da. Ja, ist schon wirklich verrückt, oder? Guckt euch mal dieses Ergebnis an, ist doch absolut sensationell. Wahrscheinlich, ich gebe jetzt mal eine kleine Prognose ab, wahrscheinlich könnte es sein, dass es der Kunde im ersten Moment ein klein bisschen zu viel ist. Nur die Sache ist die, das hatten wir mit ihr so besprochen, weil eben die Haare ja sehr gerade sind und sehr stabil, haben wir gesagt, okay, wir sollten die Welle im Zweifelsfall lieber einen Hauch fester machen, so dass sie heute
im ersten Moment vielleicht sagt, holla die Waldfee. Aber es lässt ganz gerne bei so stabilen Haaren bis zu einem Drittel nach. Und dann wäre es eben in 3 Wochen perfekt. Und ich sage jetzt mal mindestens ein halbes Jahr bis zu einem Jahr ist sie glücklich mit der Welle. Und deswegen haben wir uns entschieden, mit der Kundin zusammen lieber einen Hauch mehr zu machen als zu wenig, damit sie nicht gleich wieder glatt sind. Ich freue mich übrigens, dass ihr dies live teilt. Also kann ich euch nur zu ermuntern. Seid so nett, wenn ihr irgendeine Freundin wisst, die da auch zugucken möchte, eventuell dann gerne. Holst du es hoch, oder? Gehen wir mal kurz zur Seite. Die Kundin kommt jetzt nach oben. Zeige ich euch so lange nochmal unsere Produkte, die ihr bei uns im Online-Shop findet. So. Falls ihr euch wundert, warum ich das mache, also die Kundin möchte nicht von vorne gezeigt werden. Das heißt, ihr könnt also nur die seitliche und hintere Ansicht haben. Und ganz spannend, wie gesagt, die Haare gingen vorher bis Mitte Rücken. Also diese Länge, die wir da jetzt haben, ist ja eine richtig schöne Boblänge. Und wahrscheinlich freut sie sich jetzt schon auf den Frühling, dass es zum Lufttrocknen lassen ist, das sensationell. Dauerwelle kommt wieder, fragt die Christina. Absolut, Christina, das ist so. Wir können uns nicht wehren. Wir haben mittlerweile eine Wartezeit von über 1 Monat, manchmal sogar 2 Monate. Anfragen bzw. Wartezeit auf unsere Dauerwellen. Und schaut euch mal bitte dieses sensationelle Ergebnis an. Absolut fantastisch. 11:01 schreibt nie wieder Dauerwelle, Ausrufezeichen. Ja, okay, gibt's auch jemand, der das nicht so toll findet. Aber unser Kanal ist sehr dauerwellenlastig. Also dann bist du bei uns hier falsch. Die Annika schreibt, ich habe auch Naturlocken. Ja, Annika, wie sieht's aus? Sehen deine Locken auch so aus? Yvonne schreibt, warum fehlt es bei Dauerwelle immer so an Volumen? Dankeschön für die Rose, sehr lieb, Andrea. Ja, es kommt immer auf die Stärke an und vor allem auch auf die Stufung. Manchmal sind die Dauerwellen nicht stark genug gestuft. Und dann ist es eben nur flach am Kopf und es kommt kein richtiges Volumen auf. Der Peter fragt nach Englisch. Sorry, Peter. But nice greetings to New Zealand. Gehe mal mit euch ein kleines bisschen näher ran für den Moment. Schaut mal, das ist ein fantastisches Ergebnis, wirklich sensationell. Wie gesagt, sind asiatische Haare, das heißt sehr glatt. Und dass wir da jetzt also so ein fantastisches Ergebnis hinbekommen haben, das ist kaum zu glauben. Die Annika hat mal mit Friseur angefangen, Annika. Dann Grüße an die Kollegin. Und Ella, falls du dich wunderst, warum man den Föhn nicht hört, das kenne ich schon, das ist mein Mikro. Mein Mikro hat Rauschunterdrückung, das heißt, so unangenehme Geräusche wie Föhn und sowas wird unterdrückt. Deswegen hört man das nicht. Diana, schön, dass du dabei bist. Die Annika findet es toll, die Ela findet es toll. Und ich finde toll, dass ihr zuschaut. Ich
Die Annika fragt, wo wir sind. Unser Geschäft ist in Weilheim in Oberbayern, südlich von München, zwischen München und Garmisch. Die Britta schreibt, wie schön, würde ich auch sofort machen, Britta. Dann komm, denn gerade mit feinen Haaren bist du absolut der Jackpot für die Dauerwelle. Kann ich mal das Pernbuch kriegen? Dankeschön. Seid ihr weit weg von Stuttgart, schreibt die Yvonne. Wir fahren 2 Stunden von hier aus nach Stuttgart. Und die Christina schreibt, 600 Kilometer, lohnt sich aber. Und Chefin, deine Haarfarbe wird wieder einmal gelobt. So, also, guckt, gerade eben hat jemand nach unserem Permbook gefragt. Das kann ich euch ja kurz zwischendrin mal zeigen, während wir fertig machen. Das ist hier unser Dauerwellenbuch. Gibt es auch im Online-Shop. Könnt ihr also auch bestellen, wenn ihr es für eure Salons zum Beispiel braucht, für die Beratung. Und das sind also jede Menge von unseren Arbeiten drin, immer mit dem Vorher-Nachher-Effekt. Also vorher eben glatte Haare, anschließend hier dieser 80er-Style. Ganz, ganz viele Sachen in allen Haarlängen, in allen Strukturen, hier blondiert, gefärbt. Halte ich es richtig hin? Ja, ich glaube schon. Oder hier sehr feine Haare. Da ist wirklich für jeden was dabei. Ist eine schöne Sache. Wenn ihr da Lust drauf habt, findet ihr auch im Online-Shop. Die Britta schreibt auch bei dünnem Haar. Ja, nochmal Britta. Also gerade dann ist es sensationell, weil auf feineren Haaren einfach der Vorher-Nachher-Effekt so gewaltig ist. Also wenn jemand eben so viel Haare hat wie unsere Kundin hier, dann ist der Effekt nicht ganz so dramatisch. Aber wenn du feinere Haare hast, also dünnes Haar, feines Haar, dann ist es ein ganz, ganz großer Vorher-Nachher-Effekt. JNMR fragt, wie lange bleiben die Locken? Also diese Locken, da lehne ich mich nicht aus dem Fenster, mindestens ein halbes Jahr. Minimum. Wahrscheinlich bis zu einem Jahr, aber mindestens ein halbes. So, jetzt ist die Problematik die, die Kundin möchte sich jetzt selbst im Spiegel anschauen und will, wie gesagt, nicht ins Video. Das heißt, ich kann euch jetzt da gar nicht zuschauen lassen, was sie sagt, oder ich gehe mal ein bisschen weiter weg, vielleicht so schräg nach hinten. Wie drehen wir denn den Spiegel? So. Ja, weißt du was, Birgit, du drehst sie dann so zu mir durch und ich gehe da nach hinten. Dann müsste es eigentlich funktionieren. So. Genau, so funktioniert es. Dann... Das ist zu weit, Birgit. Stückchen zurück wieder. So, genau. Jetzt wollen wir mal schauen, was sie sagt. Und Birgit, ich bin zu weit weg. Wie ist die Reaktion? Hui, hat sie gesagt. Ja, war klar. Ja. Also das war eben mit ihr auch so besprochen. Wir haben gesagt, ganz bewusst... weil eben die Haare sehr gerade sind und sich sehr schnell wieder gerade drücken unter Umständen, haben wir gesagt, wir machen also heute lieber ein klein wenig mehr. Entschuldigt bitte, dass die Stefania jetzt euch im Bild rumläuft. Jetzt, genau. Also wir machen heute ein klein wenig mehr, weil das eben in den ersten 3 Wochen nochmal ordentlich nachlassen kann bei solchen Haaren. Und wir hatten eben, da hätten dann keinen Spaß dran gehabt, wenn sie dann nach wenigen Wochen sagt, jetzt ist wieder alles raus. Ja. So, okay, dann würde ich jetzt an der Stelle wieder Schluss machen, obwohl es mir in der Seele wehtut. 170 Leute schauen gerade zu und euch jetzt rauszuschmeißen. Aber wie gesagt, sie mag jetzt also von vorne nicht gezeigt werden. So, dann machen wir jetzt Schluss und wir kommen dann so in einer halben Stunde nochmal zurück mit der zweiten Dauerwelle und dem zweiten Ergebnis. Und bis dahin danke ich euch sehr fürs Interesse. Das ist wirklich klasse. Die Stefania steht jetzt wirklich genau. Stefania, was ist los? Du stehst wirklich genau vor uns.
Geh noch einmal kurz näher. Schau, könnt ihr noch mal sehen. So seht ihr das. Gut, fliegen eine Menge Herzchen durchs Bild, das freut mich sehr. Und dieses Live findet ihr auch übrigens auf unserem YouTube, kann ich an der Stelle nochmal empfehlen. Auf YouTube laden wir alles hoch. Okay, dann machen wir für den Moment Schluss. Dankeschön, Janet, freut mich, wenn es dir gefällt. Und vielen Dank für die ganzen Herzchen. Seid nicht böse, ich schmeiße euch jetzt kurz raus und dann hole ich euch wieder dazu mit der nächsten Dauerwelle. Thank you.